Abend versuche ich normalerweise etwas Obskures oder Interessantes über den Vortragenden des Abends zu finden. Aber sind wir ehrlich, wenn Marc etwas interessant findet, dann redet er auch darüber, dann erzählt er den Leuten auch davon. Von daher gibt es da nicht mehr viel, was man noch neu erwähnen könnte. Deswegen spare ich mir das heute Abend und übergebe direkt an den Marc, der heute Abend über eine Person spricht, weil auch Leute wie der Marc brauchen Leute, die Eindruck auf sie machen und von denen sie lernen. Und ich glaube, Marc wird über genau so eine Person heute Abend sprechen. Marc Benecke. Ja, danke schön. Ja, schon gut. Ja, das ist eine wunderschöne Überleitung. Einer der Personen, die auf mich sehr viel Eindruck gemacht haben, und zwar einen sehr guten Eindruck, das ist Professor Nimtz, der hier im Raum sitzt. Den habe ich seit ungefähr 20 Jahren nicht mehr gesehen und bin gerade wie vom Blitz getroffen worden. Und das möchte ich mal kurz erwähnen, weil das auch viel mit dem Vortrag, der gleich kommt, zu tun hat. Es gibt manchmal Zufälle und Verbindungen, die man nicht so steuern kann. Also er war mein Prüfer in meiner Physikprüfung und Physik war ein bei Biologen gefürchtetes Fach. Und Professor Nimtz hat geschafft, da wirklich eine Atmosphäre zu schaffen, die Spaß gemacht hat. Und das will wirklich was heißen, weil Biologen und Biologinnen, wenn sie noch was jünger sind, sind sehr an integrativen Wissenschaften interessiert, wo also alles zusammenfließt. Und Physiker und Physikerinnen sind natürlich häufig etwas analytischer. Also, und er wird demnächst hier auch einen Vortrag halten, den ich Ihnen sehr ans Herz legen kann. Der hat dann was mit Strahlen zu tun, das können Sie da schon angedeutet sehen. Und wenn Sie Skeptiker oder Skeptikerin sind, ahnen Sie vielleicht auch schon, was für Strahlen das sind. Für die, die das nicht kennen, weil heute viele da sind, die sonst nicht da sind, die GWUP oder die Skeptiker, das ist eine Organisation, die eher auf der Seite der, wenn man es mal in einem Wort sagen würde, des Verbraucherschutzes steht. Also zum Beispiel machen wir sowas, da habe ich auch schon mal mitgebracht, wir nehmen zum Beispiel am 23. Oktober, nehmen wir homöopathische Medikamente in Überdosis ein, also angebliche Medikamente, also weil 10^23 eine Menge, eine chemisch definierte Einheit ist, wie viele Bestandteile sich in unserer Umgebung, wenn man sie zersplittert, befinden. Ich benutze extra keine Fremdworte, Sie sehen das schon. Und natürlich könnte man das auch am 24. Oktober oder am 26. Oktober machen, aber so ist es halt lustiger, weil 10^23 eben genau die Anzahl dieser Menge an Teilchen darstellt. Das heißt, wir sind also manchmal auch für die etwas plakativeren Aktionen da und das sehen Sie dann auch bei so Meldungen wie die hier. Das war zum Beispiel von einem Kongress und dann steht natürlich da die Wahrheit hinter 10 Mystery-Mythen. Es gibt mehr als 10. Es ist auch die Frage, ob es Mythen sind. Es ist die Frage, ob es Mystery ist. Was ist ein Geist und so? Und das ist halt so, dass wir dann sagen, komm, ist jetzt egal, wir erklären das jetzt einfach mal. Also so wie Sie das demnächst wieder sehen werden bei den Ghostbusters. Also wir gucken uns das einfach mal an und gehen mal davon aus. Und jetzt kommt das, was viele Leute nicht wissen, Naturwissenschaftler halten Dinge für möglich. Also wenn Sie mir eine Definition für Gott liefern, dann kann ich das gerne biologisch prüfen und Professor Nimtz kann es physikalisch prüfen. Aber Sie brauchen erst eine Definition. Und das ist eben das, was wir wollen. Wir wollen, dass Sie uns sagen, was genau Sie meinen, wenn Sie von unheimlichen Psykräften, paranormalen Merkwürdigkeiten, komischen Gefühlen sprechen. Natürlich können auch andere Wissenschaften helfen, Kulturwissenschaften, psychologische Wissenschaften, medizinische. Und das ist eben das, was wir versuchen zu machen und jetzt nicht einfach drauf losballern. Das sage ich jetzt nur für die, die das nicht so kennen. Zum Beispiel Lisa Tanka, eine sehr alte Freundin von mir, die, glaube ich, ausziehen. Ja, du kannst dich auch gerne ausziehen, wenn du möchtest. Entschuldigen Sie, benehmen Sie, ist immer so. Die kommt aus Russland. Sie ist mit mir zusammen, wir haben damals bei der Ergo, die Ergo war eine große, oder ist eine große Versicherung und da gab es mal so einen Skandal, wo also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gratis Geschlechtsverkehr ausüben durften und da haben wir zwei dann bei der großen angeblichen Aufklärungspressekonferenz, habe ich im Bademantel mit einer Flasche Krimsekt und ihr als vermeintlichem Model davor gestanden und das Einzige, was dann berichtet wurde, war dann unser Auftritt und der Rest war dann ganz schnell wieder vergessen. Also nur, dass Sie sehen, ich mache das nicht nur in skeptischen Bereichen, dass ich einfach was erkläre, und, sondern ich versuche das auch in anderen Bereichen zu machen. Man darf da auch mal mit dem Auge zwinkern, man muss aber bei der Wahrheit bleiben. Nicht flunkern, wie die kleine Eiche gerade gesagt hat, nicht flunkern. Die Methode, ach so, das ist Professor Prokop. Sie können das jetzt vielleicht nicht so gut sehen, weil die Lichter hier an sind. Das liegt daran, dass heute das erste Mal, seit ich Vorträge mache, seit über 25 Jahren, wird das gefilmt. Deswegen ist es hier ein bisschen heller, aber ich hoffe, Sie können es trotzdem halbwegs sehen. Professor Prokop war der Leiter der Rechtsmedizin in Ostberlin und zwar, man kann jetzt über den Daumen gepeilt sagen, während der gesamten Zeit des Bestehens der DDR. und er hat in Bonn promoviert, also hier um die Ecke, über ein sehr interessantes Thema, nämlich Mord durch Tierhaare, und ist dann, er kam aus Österreich und ist dann in die DDR gegangen. Er war einer der einzigen Forscher, die das gemacht haben. Was viele von Ihnen wahrscheinlich nicht wissen ist, es gab in Berlin insbesondere, gab es eine Bewegung, die dahin zielte, dass die Westforscher und Westforscherinnen und Ärztinnen nicht in der DDR bleiben. Und gleichzeitig sind auch die meisten Ärzte und Ärztinnen, die noch in Ostberlin waren, als es sich anbahnte, dass die Mauer nicht gebaut wird, sind die in den Westen gegangen. Das führte dazu, dass zum Beispiel die Blutspendedienste in Ostberlin keinen einzigen Arzt mehr hatten, der dort arbeiten konnte. Niemanden mehr. Einen. Also auch nicht ein guter, schlechter, dicker, dünner, großer oder kleiner. Und Prokop hat der kommt aus einer Ärztefamilie und hat sich auch gefreut, dass er den Lehrstuhl am damals einem der bekanntesten Institute für Rechtsmedizin auf der ganzen Welt, in der Charité, die Sie heute in vielen Zusammenhängen kennen, aber das war ein weltbekanntes Institut, wo also einige der bekanntesten Ärztinnen und Ärzte, die jemals gelebt haben, gearbeitet hatten. Da hat er also gesagt, okay, das mache ich. Er war relativ jung noch in Bonn, als er das gemacht hat. Er hatte da schon eine Familie und hat gesagt, also das ist jetzt, also meine Worte, nicht seine Worte, das ist jetzt also ein Volltreffer. Und das mache ich. Ihm lag es sehr daran, das ganze Institut zu einiger Größe zu führen. Er hätte auch gerne da ein weltführendes Institut draus gemacht. Und das ist natürlich dann im Laufe der 70er, 80er Jahre ist der Traum natürlich zerplatzt, weil die Devisen ausgingen und weil die Strukturproblematik auch gegenüber der Sowjetunion dann zu groß wurde. Wenn Sie was älter sind, wissen Sie wahrscheinlich, dass in der Sowjetunion die Mendelschen Regeln verboten waren. Also die galten nicht in der Sowjetunion. Da hat ein Kollege... Im negativen Sinne, ein Kollege, es gibt ja auch negative Kollegen, hat gesagt, alle Lebewesen sind durch Erziehung formbar, auch Pflanzen. Das heißt, wenn wir die Lebewesen, und zwar nicht durch genetische Auswahl und Mutation, sondern einfach durch Gewöhnung, wenn wir zum Beispiel Fichten aus einer etwas wärmeren Region in eine kältere setzen, nach Sibirien, dann gewöhnen die sich schon daran. Dadurch sind Millionen von Menschen gestorben und die DDR war eine der ganz wenigen Regionen, die sich dieser Doktrin aus der Sowjetunion nicht angeschlossen hat. Und das also, wie die Chinesen das gesagt haben, das machen wir anders als die Sowjetunion. Das nur am Rande. Ich will Ihnen noch eine Kleinigkeit zeigen, bevor ich Ihnen einfach so ein paar Splitterchen zeige, damit das jetzt nicht so biografisch und an so einem Foto kleben bleibt, ist, Sie sehen hier auf dem Bild etwas, was mir jahrelang berichtet wurde und was jeder, der bei Professor Prokop war, gesehen hat. Mit jeder meine ich Feuerwehrleute, Kriminalisten und Kriminalistinnen, die einen Diplomstudiengang gemacht haben, MFS-Leute, Ärztinnen, Ärzte. Er hat unglaublich viele Leute ausgebildet. Er ist der Mann, da können Sie Professor Nimtz fragen, der hier im Raum ist. Er hat 25 bzw. 24 oder wie Sie es rechnen wollen, 25 Menschen einen echten Lehrstuhl, also nicht einen gekauften irgendwo in Panama und nicht einen auf irgendeiner kleinen mini-technischen Medienschule oder so, sondern richtige, echte, volle Professorentitel sind durch ihn gegangen und er hat unzählige Leute zu Diplomkriminalisten gemacht. Was in der DDR, also an der Humboldt-Universität, ein Studiengang war, der natürlich komplett mit der Staatsanwaltschaft und dem MFS verschmolzen worden war. Das war auch jedem klar. Ich will Ihnen aber mal ein kleines Detail erzählen, damit Sie mal sehen, immer so gefragt werden, sag mal, esst ihr eigentlich wirklich Brote an den Leichen und sowas? Ich bin ja Kriminalbiologe und bin auch manchmal an Leichen, weil ich da zum Beispiel Insekten oder Blut oder sowas absammle oder am Tatort. Und ich selber habe das nie gesehen. Ich habe noch nie in meinem Leben jemanden gesehen, der da neben der Leiche gegessen hat. Andere haben das aber schon gesehen. Und deswegen war das sehr ungewöhnlich für mich, dass alle Leute mir mal erzählt haben, also beim Prokop, das sieht so komisch aus, der hat so wie selbstgemalte Ölgemälde an der Wand und das sieht aus wie so eine Blümchentapete. Können Sie wegen dem Licht jetzt nicht so gut sehen. Das Foto ist auch etwas verblasst schon. Also ich habe das mit so einer kleinen Plastikkamera gemacht oder wenn Sie aus dem Osten sind, Plastikkamera gemacht. Und was Sie hier sehen, ist erst lange nach seinem Tod bekannt geworden und das wusste niemand. Das will ich nur mal sehen, was für Dinge im Schatten blieben und welche Dinge offen waren. Zum Beispiel, wenn jemand in den Rücken geschossen wurde an der Mauer, dann wusste das jeder und Prokop hat das in die Akten geschrieben. Ich habe diese Akten mit eigenen Augen gesehen und mit meinen Händen angefasst. Er hat die Akten natürlich ans MFS weitergereicht und dort wurden sie dann natürlich entsprechend ausgelegt oder nicht weitergereicht. Aber eine andere Sache zum Beispiel ist komplett all seinen Freunden und Bekannten unbekannt geblieben. Das habe ich dann wirklich von jemanden aus dem allerengsten Kreis erst erfahren, nachdem ich das Buch geschrieben habe, das, was die Lisa da hat. Das Buch gibt es nämlich nicht mehr, weil der Verlag zwischendurch pleite gegangen ist. Das ist jetzt kein Witz, das sind die letzten Exemplare, die Lisa hat und ich kriege keinen Cent dafür und ich habe auch keinen Cent dafür bekommen, weil der Verlag zwischendurch in so einer Insolvenz war. Also wenn Sie das hier haben wollen, ist das nur für Sie, ich kriege überhaupt nichts dafür. Auch für diesen Vortrag kriege ich nichts und so. Also das ist wirklich, ich mache das aus Spaß an der Freude. Diese Blümchentapete stammt daher, dass Prokop damals in die DDR kam und es wurde dann, wenn Sie das kennen, am Alexanderplatz, wenn Sie manchmal da sind, das sieht heute so ein bisschen komisch aus, das ist so ein riesiger Riegel aus Beton und das war damals cool, so ähnlich wie wenn Sie in Köln-Zollstock, kennen Sie vielleicht diese Art Plattenbauten, in denen ich aufgewachsen bin, da ist das war halt super cool in den 60ern oder ne, noch früher und da ist er eingezogen, da wollte er einziehen, aber die Wohnung war zu klein und dann ist er einfach zusammen mit den Kindern ins Institut für Rechtsmedizin eingezogen und O-Ton von einem der Kinder, wir haben dann halt zwischen den Leichen Verstecken gespielt. Also das heißt, das war für die so normal und da kommt die Tapete her, die auch zu seinem Lebensende noch dahing. Das ist sein Wohnzimmer gewesen, dieses Zimmer, von dem alle nur gedacht haben, der kauzige alte Mann hat sich das so eingerichtet, weil er halt ein bisschen kauzig ist. Das war zum Beispiel überhaupt nicht kauzig und seine Mutter war Malerin, die hat Ölgemälde gemalt und die hat er sehr geliebt und vermisst. Deswegen diese Ölgemälde dahin gehangen. Also es hat einen völlig anderen Grund als den man meint, so der verschrobene Kauz, der da also sich so eine merkwürdige Welt bastelt. Ich zeige Ihnen, wie gesagt, heute Abend nur ein paar Beispiele und will Ihnen dadurch dann eben zeigen, wie skeptisches Denken funktioniert. Prokop war lange, bevor das auch nur ansatzweise cool war oder im Spiegel oder im Stern stand, dass alternativmedizinische Methoden eben nicht immer sanft und freundlich sind, hat er wirklich erbittert dagegen gekämpft und zwar aus der Erfahrung, O-Ton, dass einem im Krieg, dass weder Religion noch Alternativmedizin hilft. Und er wusste das, weil er als Medizinstudent in der Ukraine war und Tausende von toten Soldaten da gesehen hat und er konnte keinem davon helfen. Also er wusste, wovon er geredet hat. Also deswegen. Unser Logo, das will ich Ihnen noch kurz zeigen, für die, die jetzt überhaupt nicht wissen, was ich mache. Ich bin der, der die schrägen Fälle einsammelt oder zu dem die kommen, wenn die anderen die nicht mehr machen wollen. Hier sehen Sie jetzt den kriminalistischen Totenkopf, den habe ich aus so einem alten Buchstopper mal rausgebastelt. Und der guckt in alle Richtungen. Und diese Richtungen, das habe ich im Laufe der letzten ungefähr 20 bis 25 Jahre gelernt, die können alles sein. Es gibt keinen Menschen, der einem im Kriminalfall nicht helfen kann. Ein Fliesenleger kann mir schneller helfen, rauszukriegen, wo die Fliesen, die in der Sporttasche mit den Leichenteilen, die gerade hochgeschwemmt sind, ja, könnt ihr nur ein ganz klein bisschen ruhiger sein, ich bin so leicht angeaspergert und dann denke ich immer, dass da gerade irgendwas Wichtiges ist. Das wäre gut, wenn Sie nicht so tuscheln würden. Ich weiß, das ist ein bisschen seltsam, wenn Sie das nicht kennen, aber also jeder kann mir da helfen, weil dieser Fliesenleger, wenn Sie zum Beispiel, ich wohne zum Beispiel in einer Wohnung hier in der Kölner Südstadt, da sind so blaue Fliesen drin und jeder Fliesenleger weiß, von wann diese Fliesen sind. Da brauchen Sie keine Spektralzerlegung dafür machen. Oder nehmen wir mal an, Sie kennen Tätowierer, ich kenne sehr, sehr viele Tätowierer, dann können Sie bei einer zerstückelten Leiche, können Sie eventuell sehr, sehr schnell rauskriegen, in welcher Region die Person, zu der der Arm gehört, tätowiert wurde und dergleichen mehr. Das heißt, jedes Auge kann hilfreich sein, es gibt aber eine Bedingung. Es muss ein objektiver Sachbeweis sein. Das heißt, was wir niemals tun, und das ist der Unterschied zu Ermittlern, ich bin nämlich kein Polizist und ich bin auch erst recht kein Ermittler und auch kein Richter, Sozialarbeiter, Staatsanwalt, Journalist oder so, wir dürfen nicht denken. Was wir machen ist, wir setzen die Augen, die Spurenaugen oder die Experten, die sich mit der Spur auskennen, ein und das Gute ist, dass viele von den Experten sich gar nicht für Leichen interessieren. Das heißt, die wollen gar nicht helfen. Die wollen nämlich überhaupt nichts über den Fall hören, weil die sonst Albträume kriegen. Und das ist das Beste, was ihnen passieren kann. Leute, die kein Interesse am Fall haben, sind die besten Helfer. Weil das Schlimmste, das kennen Sie, sind Zeugen, die ihnen helfen wollen, weil die versuchen rauszukriegen, was sie denken. Dadurch werden Annahmen eingeführt, aber diese Annahmen können Sie überhaupt nicht mehr prüfen hinterher. Und das zweite Problem an Zeugen ist und Zeuginnen, die bleiben natürlich bei ihrer Geschichte. Die werden natürlich nicht zugeben, dass sie ihnen helfen wollten und dass die Hälfte davon erfunden haben. Also Zeugen können sie vergessen und ihre eigenen Grundannahmen auch. Was wir brauchen, ist also der schwarze Raum hier, wie das in der Feuerzangenbowle, also für die Jüngeren, das war ein Film, den eure Großeltern gut fanden. Also in diesem Film, da sagt so ein ripuarisch sprechender Lehrer sagt halt, da stellen wir uns mal ganz dumm und das machen wir auch. Wir stellen wirklich unseren Kopf auf Durchzug und setzen diese Augen ein und die sind jedes Mal anders. Ich bin jetzt bei Überfall 1000, wo wir eine Akte angelegt haben und wir haben noch nie dieselben Techniken angewendet, noch nie dieselben Experten und Expertinnen versammelt. Das gibt es einfach nicht. Also das will ich nur kurz mal voranstellen. Ich will jetzt, wie gesagt, nur diese schlaglichtartigen Sachen aus dem Leben von Prokop zeigen. Bei manchen werden Sie vielleicht denken, wofür ist das jetzt wichtig? Bei anderen vielleicht nicht. Ich werde versuchen, das am Ende mal so ein bisschen zusammenzufassen. Aber wie gesagt, das ist sehr schlaglichtartig, weil der Vortrag dauert normalerweise 3 Stunden und hier soll der 45 Minuten dauern. Deswegen geht das ein bisschen schneller. Als Prokop was älter war, hatte er ein Kopiergerät. Er war der, das muss ich kurz erklären, damit Sie verstehen, wie er so gearbeitet hat. Er hatte keine Möglichkeit, ein Kopiergerät zu besorgen als Leiter des Zentralen Institutes für Rechtsmedizin der DDR. Er konnte nicht an ein Kopiergerät gelangen und hat es deswegen gegen Devisen eingetauscht. Um an diese Devisen zu kommen, ist er mit einem Köfferchen mit selbst hergestellten, auch von Kollegen aus Rostock und so weiter, selbst hergestellten biologischen Materialien über die Grenze gelatscht, mit einem Koffer zu Fuß über die Grenze gelatscht. Er hatte einen westdeutschen Pass, einen österreichischen Pass, die habe ich auch beide gesehen, also das, ich habe es selber gesehen, wir kannten uns, also er ist jetzt tot. Und in der DDR, warum? Und, Spoiler, na, oh, hätte ich das zum Ende jetzt gesagt. Sie werden alle sterben. Spoiler! Und er hat dann damit gearbeitet. Und jetzt mussten sie natürlich, wenn sie der Chef des Instituts für Rechtsmedizin sind, einen Deal machen. Und dann ist das MFS hingegangen und sagt, so, jetzt müssen wir eine Scheinorganisation gründen, um das Geld zu waschen. So. Und das hat er natürlich gemacht, weil er gesagt hat, ja gut, warum auch nicht? Und das wurde ihm dann später ausgelegt, so als Kollaboration mit dem bösen MFS. Also da gab es, oder zum Beispiel haben die dauernd Preise bekommen, zum Teil auch lächerliche Preise. Da hat man ein Kaffeegeschirr bekommen oder ein Minibuch, das war in der DDR ein beliebtes Geschenk. Und das hat man dann später nach der Wende auch gesagt, er hätte diese Geschenke nicht annehmen dürfen, weil das Minibuch war ein Geschenk zum Jahrestag des KGB und das Kaffeeservice war auch vom MFS ein Jahrestag und so. Und ich meine, wenn Sie was älter sind und mal in der DDR waren oder auch wenn Sie heute Sportfunktionär sind, dann werden Sie sicher, also ein guter, nicht die böse Sorte Sportfunktionär, sondern die gute Sorte, dann werden Sie wissen, dass man da einen Spielraum hat von dem, was man jetzt als Bestechung, Nichtbestechung und so weiter ansehen muss. Und Sie werden gleich sehen, Prokop war absolut unbestechlich, er hat jeden persönlichen Nachteil dafür in Kauf genommen, aber hat auch eine Technik beherrscht, die soll von Lenin kommen angeblich, das heißt lavieren und taktieren. Das hat mir Professor Uhlenbruck aus Köln erzählt, der mit ihm sehr gut befreundet war. So ist auch die Verbindung hergestellt worden, das erzähle ich Ihnen als letztes kleines einleitendes Ding noch, damit Sie den Zusammenhang sehen. Wir haben im Institut für Zoologie, im alten Institut für Zoologie in der Kärntnerstraße unter wirklich grotesken Bedingungen gearbeitet. Gegenüber vom Geusenfriedhof ist das, am evangelischen Krankenhaus Weihertal. Und über mir war immer so ein kauziger älterer Mann, das ist Professor Uhlenbruck gewesen, oder der lebt auch noch, ist auch immer noch. Und er ist vor allen Dingen dadurch aufgefallen durch Menschlichkeit, so wie Professor Nimtz. Also durch, man hat gemerkt, der ist anders als die anderen und zwar menschlicher und freundlicher und versteht, was man sagt und hört zu und ist irgendwie, den erreicht man irgendwie als Mensch. Obwohl das ja nicht nötig ist, wenn Sie im Dienst sind, ist das ja nicht eine Hauptvoraussetzung. Und eines Tages habe ich bei ihm im Zimmer ein Bild gesehen, ein selbstgemaltes, da stand eben Prokop drunter und dann habe ich gesagt, das ist ja lustig, so viele Leute heißen ja nicht Prokop, das ist ja eher ein in Österreich verbreiteter Name. Und dann hat er zum Telefon gegriffen und hat die Ehefrau von Professor Prokop angerufen und mich hat der Schlag gerührt, weil Prokop das bekannteste Buch geschrieben hatte, was jemals in der Geschichte der zentraleuropäischen Rechtsmedizin veröffentlicht wurde. Ich zeige beziehungsweise zwei davon, und zwar eine wirklich mit Herzblut. Sie sehen förmlich das Blut, mit dem man das geschrieben hat, das Herzblut. Eine geschriebene Geschichte der gerichtlichen Medizin, so hat man das früher genannt, und auch den Atlas der gerichtlichen Medizin. Und hier sind wir jetzt direkt bei einer Geschichte, die auch keiner wusste, und die erst rausgekommen ist, während ich das Buch geschrieben habe, ganz am Ende. Und zwar dieses Buch, das wurde in den 70er Jahren irgendwann, galt das unter Künstlern so als Geheimtipp, weil man da Leichen sehen konnte. Da gab es natürlich noch kein Internet und nichts, deswegen war das also was ganz Verrücktes und Sie wissen das natürlich auch aus Gedichten, die von Leichen handeln, also jetzt irgendwie Baudelaire und da gibt es ja Une Charogne, also ein Aas, das Gedicht und natürlich auch von Gottfried Benn und so weiter. Das war ja damals so was Avantgardistisches, Verrücktes, Interessantes. Und Prokop hat jetzt Folgendes gemacht. Das verstehen jetzt wahrscheinlich nur die, die über 40 sind, weil die anderen verstehen jetzt nicht mehr, was daran so verrückt ist. Er ist hingegangen und hat den Chef der Rechtsmedizin aus West-Berlin gefragt, ob er nicht zusammen mit ihm ein Buch machen möchte, und zwar mitten im Kalten Krieg, zu einer Zeit, wo jeder davor Angst hatte, dass gleich eine Atomrakete runterkommt und wo zum Beispiel mitten in Deutschland, so in der Gegend von Fulda, fest damit gerechnet wurde, dass das der erste Invasionsangriffspunkt ist, der in Deutschland stattfinden wird. Das war jedem, der im Militär war, absolut geläufig. Da ist er einfach an der Friedrichstraße rüberspaziert. Natürlich wussten die MFS-Leute das und wollten ihn nicht daran hindern, weil sie gesagt haben, okay, so eine Hand wäscht die andere, hat sich eine Bildzeitung gekauft, was damals absolut verboten war. Das war so verboten, wie nur irgendwas verboten sein konnte, ist zum Weimann gegangen, beziehungsweise hat seinen Nachfolger angesprochen und gesagt, machen wir das nicht zusammen. Dann haben die gesagt, ja klar, warum nicht? Und dann hat Prokop das durchgezogen. Das war politisch Also das würde sich heute kein Mensch mehr trauen. Selbst der mutigste Politiker heute würde sowas sich nicht mehr trauen, weil er Angst hätte, darüber seinen Job, seine Ehre, seinen Beruf, seine Rente oder sonst was zu beziehen. Solche Aktionen hat der Prokop gemacht, ohne auch nur eine Silbe darüber zu verlieren. Es wusste keiner in der DDR, von den Leuten, mit denen ich geredet habe, dass der Weimann der Chef der Rechtsmedizin aus Westberlin war. Das hat er einfach so gemacht. Eine zweite Sache, die er gemacht hat und die für Sie jetzt vielleicht auch ein bisschen kauzig wirkt, die wirft aber auch ein interessantes Licht auf seinen Charakter, weil Sie gleich sehen werden, so, was er für Fälle gemacht hat. Ach übrigens, das ist der Herr Weimann, so sah der aus, nur damit Sie mal ein Gesicht dazu haben. Prokop hat als Kind, Jugendlicher, hat er etwas erlebt, was Sie nur kennen, wenn Sie aus Österreich kommen. Das war so eine Art Bürgerkrieg, der in Österreich geherrscht hat. Und da haben sich Leute quasi Auge in Auge erschossen. Und er ist so zwischen den Fronten hin und her gelaufen. Das ging, weil die nicht auf Kinder geschossen haben. Und hat sich dann natürlich eine schwere Traumatisierung abgeholt, die ihn dann im Krieg natürlich geschützt hat, weil er sozusagen zu den Soldaten gegangen ist, das hat er mir erzählt, oder das waren gar keine Soldaten, zu den Schießenden, und hat die gefragt, warum schießt du denn auf den Mann und so weiter. Ne? Also damit ist er aufgewachsen, auch noch in seiner Heimat. Dann hat er die Reichspogromnacht oder Reichskristallnacht erlebt, und da hat er etwas gemacht, weil er jetzt sozusagen das seelisch aushalten konnte, und hat sich Kameras besorgt. Und zwar waren das immer Leica-Kameras, die ich auch sehr gerne benutze, und das hat auch einen Grund, und eine Kodak. Und zwar war das die erste Reporterkamera, die jemals hergestellt wurde. Der ist als Jugendlicher hingegangen in einer Zeit, wo kein Mensch Geld hatte, also wo wirklich keiner Geld hatte, und hat sich vom Munde abgespart eine zusammenklappbare Kamera, die man immer dabei haben konnte, damit er Fotos machen konnte, und er hat dann Reportagefotografie gemacht. Und sein erster Berufswunsch war Bildreporter, nicht für die Zeitung Bild, sondern Fotoreporter zu werden. Und Sie werden gleich sehen, diese verrückte Wendung, und das ist eben, was ich an den Skeptikern mag, aber halt auch an der Arbeitsweise mit diesem Totenkopf, warum das so spannend ist und so schön und nie langweilig wird, es finden Fäden zusammen, von denen man niemals gedacht hätte, dass sie zusammenfinden. Ich zeige Ihnen jetzt direkt mal als erstes ein Beispiel, was mit seiner Leidenschaft für fotografische Dokumentation von Action sozusagen zu tun hat. Übrigens bei der Reichspogromnacht, da hat er natürlich dann auch merkwürdige Dinge gesagt. Da hat er zum Beispiel gesagt, mir war klar, dass da irgendwas nicht stimmt, weil die jüdischen Händler, die waren eigentlich immer sehr nett, aber ich hab nicht verstanden, was gerade passiert. Da können Sie natürlich aus heutiger Sicht sagen, ja, ist klar, ne? Aber ich habe gelernt, dass man Menschen besser erstmal zuhört, bevor man seine Meinung sagt. Das habe ich wirklich gelernt in den letzten Jahren. Ich zeige Ihnen jetzt mal einen Fall, der ist früher sehr bekannt gewesen, aber die Details nicht. Selbst wenn Sie den schon mal gehört haben, der ist auch literarisch verarbeitet, werden Sie die Details jetzt nicht kennen. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie Prokop gearbeitet hat. Brauchen Sie nicht lesen, das zeige ich Ihnen nur, damit Sie sehen, dass ich mich durch alle Akten gewühlt habe. Die Recherche hat ungefähr 10 Jahre gedauert, hat niemand bezahlt. Ich habe richtig Geblech dafür, richtig Geblech dafür. Lieber, sehr geehrter Herr Professor, ich danke Ihnen für die selbstlose Zusage, dass Sie mir helfen wollen in einem Schwurgerichtsverfahren. Brauchen Sie nicht lesen, ich erzähle Ihnen, was passiert ist, oder ich zeige Ihnen auch direkt mal das Bild. Und zwar ist eine Frau tot in einem Straßengraben angetroffen worden, und die Frau giert, und die war nackt und sah, wie Sie werden es gleich sehen, sie sah nicht ganz genauso aus, aber im Prinzip genauso, weil sie sagt auf der Seite, und dann wurde verurteilt für das Tötungsdelikt an dieser Frau. Sie sehen hier eine Halszudrückung, eine Strangmarke, hat man gesagt, na gut, der als letzter mit ihr gesehen wurde, der war das halt, weil, und das ist etwas, was sich durch mein ganzes Leben zieht, das war ein böser Mensch. Jetzt wissen Sie hoffentlich, dass Gut und Böse, Dick und Dünn, Groß und Klein, Nationalität oder sonst was, nichts, aber auch gar nichts mit Wahrheit zu tun hat. Und Gerechtigkeit und Ihr persönliches Empfinden von Gut und Böse hat auch nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Und auch erst recht nicht mit Wahrheit. Also das ist ganz wichtig. Wir arbeiten für die Wahrheit. Und hier sehen Sie jetzt mal so ein Beispiel. Prokop hat sich das dann angeguckt, der wurde dann später dazugezogen, weil er sich gesagt hat, hier stimmt etwas nicht. Und zwar stimmt Folgendes nicht. Der Fall ist zu logisch, zu lebensnah, zu vernünftig und zu sinnvoll. Also jetzt, wenn Sie Richter oder Richterin sind, mindestens ein Richter ist hier im Raum, dann wissen Sie, wenn etwas logisch, lebensnah, vernünftig und mit den Spuren in Einklang ist, wie kann das denn dann nicht stimmen? Das geht ja gar nicht. Natürlich geht das, weil es gibt, Sie kennen das aus Fantasy-Romanen von Philip K. Dick oder sowas, es gibt ja auch völlig alternative Erklärungen, die sehr unwahrscheinlich sind, die aber trotzdem stimmen. Sie kennen das als Regel von Sherlock Holmes. Erst wenn man alles ausgeschlossen hat, Falsifikationsprinzip, was nicht stimmt, muss das stimmen, was übrig bleibt, egal wie unwahrscheinlich es ist. Also ob es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, spielt überhaupt keine Rolle. Ich gehe mir jetzt mal mit Ihnen durch die Leiche und erzähle Ihnen, was im Urteil steht. Also die Frau giert, so hieß die Frau, wurde also der Hals zugeschnürt. Man sieht hier Gewaltspuren im Brustbereich, das haben wir sehr, sehr häufig bei sexuellen Sadisten. Damit ist die böse Sorte Sadisten gemeint, nicht Shades of Grey-Fans oder sowas, sondern die machen das ja einwilligend, sondern wir reden von Leuten, die eine krankhafte Vorstellung davon haben, das nicht einwilligend zu machen. Ist dummerweise dasselbe Wort, ist aber Blödsinn. Dann sehen Sie hier, ist so eine komische Linie, die hat man dann missachtet. Hier sehen Sie, dass die Hände so ein bisschen zusammengekrümmt sind. Hier sehen Sie, das kennen die Jüngeren nicht, das ist Schambehaarung. Und hier sehen Sie so ein Eigelege. Also das ist ein sogenanntes Geschmeiß oder mehrere Geschmeiße, die stammen von Schmeißfliegen. Die Augen sind geschlossen. Das ist meistens so, dass Leichen die Augen halb geöffnet haben. Das hat also der Bestatter oder die Bestatterin gemacht. Und die Hände sind auch im Ruhezustand so. Da hören wir also sehr, sehr oft, dass Menschen denken, der Person wollte noch was zeigen. Das ist zum Beispiel auch bei Tim und Struppi umgesetzt. Da kennen Sie das in einer berühmten Tim und Struppi-Geschichte. Für die Älteren, die Jüngeren, es ist ein Comic, ist das... Da hat man das auch, dass also noch ein Zettel in der Hand ist oder jemand auch was zeigt, wenn er stirbt. Das ist in Wirklichkeit aber die natürliche Krümmung der Hand, die Sie im Schlaf wahrscheinlich auch fast immer haben, wenn Sie entspannt sind. Das heißt, die Frage war jetzt, warum muss das der gewesen sein, der sie als letzter gesehen hat? Ganz einfach, weil der selber gesagt hat, ich habe die nackte Frau Giert tot aus meinem Kraftfahrzeug geworfen. Also damit war klar, dass sie dann tot da drin war und dass der das dann war. Der hat gesagt, ich habe der aber nicht den Hals zugedrückt. Und dann haben alle gesagt, ja okay, klar, dann hast du bestimmt auch nicht Folgendes getan, was die Polizei sehr unangenehm fand. Aber jetzt sind wir bei meinen Glauben, Werten, ganz schlimm Werte. Der hat nämlich die Handtasche, also unser Verdächtiger hat die Handtasche der toten Frau Giert abends seiner Ehefrau geschenkt. Ist das sympathisch? Nein. Ist das verboten? Das kommt drauf an, das werden Sie gleich sehen. Das ist, also zumindest ist es ein schwerer Straftatbestand, das werden wir gleich sehen. Ist es ein Beweis? Möglicherweise überhaupt nicht. Obwohl das natürlich total einleuchtet. Der Mann war vorbestraft, weil er vor Gericht mal, nachdem er eine Katze getötet hatte, dazu muss man sagen, das war früher absolut normal. Früher haben, also wenn Katzenkinder geboren wurden, wurden die in den Sack gepackt und in den Fluss geschmissen. Das ist noch, ich würde mal sagen, das bis 1980 oder 1990 ist das in ländlicheren Regionen. Ist das also wirklich öfter passiert. Und der Richter hat dann aber einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz angenommen, weil er die Katze erschlagen hat. Und das Erschlagen verstieß also gegen das Tierschutzgesetz und dann hat er den Richter ausgelacht bei der Urteilsverkündung. Auch das ist nicht sehr sympathisch, einen Richter einer Strafkammer auszulachen, aber nichtsdestotrotz, wir wissen nicht, ob das, was da wirklich passiert ist. So, jetzt sitzt dieser Mann im Bau und sagt einfach immer nur, ich war es nicht. Und dann sagen alle, ja klar, so wie alle anderen es auch nicht waren, die im Bau sitzen. Nur wir wissen, wie hoch die Quote ist und Prokop wusste das auch. Prokop wusste das aus anderen Gründen. Ich weiß es daher, weil es mittlerweile das Innocence Project gibt und die Anzahl der Freigelassenen aus lebenslang und aus Todeszellen in den USA beträgt aufgrund von Spuren, Beweisen, die nichts mit meinen Glauben oder Denken zu tun haben, 10 Menschen pro Jahr nur in den USA, die Todesstrafe oder echtes lebenslang, also 300 Jahre Haft oder sowas haben, die also durch alle Instanzen verurteilt sind. Das sind 10 pro Jahr, jetzt können Sie sich vorstellen, wie viele das sind, die nur 10 Jahre Haft haben. So, daraufhin hat er gesagt, na gut, ich gucke mir das mal an. Und jetzt kommt etwas, wenn Sie das sehen, dann werden Sie sagen, hätte ich dir vorher sagen können. Solche Leute können Sie im Alltag auch nicht leiden, die Ihnen hinterher sagen, dass Sie es vorher gewusst hätten, obwohl Sie es natürlich nicht gewusst hätten, weil sonst hätten Sie es ja vorher gesagt. Also kurz gesagt, das sind Idioten. So, jetzt ist das also so, dass er, ne, oder es sind Menschen, die Spaß dran haben, dass sie gegen die Wand rennen und dann sagen, hätte ich dir vorher sagen können. Also so Hirn verbrannt. Jetzt sehen Sie hier die Strangmarke und Prokop hat gesagt, womit kenne ich mich aus und jetzt kommt's, was kann ich experimentell überprüfen? Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen halten alles für möglich, es kann Trolle geben, es kann Feen geben, aber wir müssen eine Definition haben, das habe ich gerade schon gesagt, und wir müssen es experimentell prüfen können. Was wir nicht prüfen können, darüber streiten wir auch nicht. Also wenn Sie mir sagen, ich glaube an den und den Gott, dann sage ich, kein Problem, es ist mir egal, du kannst glauben, was du willst, das ist uninteressant. Aber wenn Sie mir sagen, der und der Gott manifestiert sich dadurch, dass hier auf dem Boden ein bestimmtes Muster entsteht, dann kann man auf einmal mehr damit arbeiten. Und Prokop kannte sich sehr, sehr gut mit Strangmarken aus, weil das häufigste, was man sieht, wenn man in der Kriminalistik arbeitet, das sind Suizidenten, die sich erhängen. Das kommt daher, dass die häufigste Todesursache von unter 25-Jährigen ist Suizid durch Depression. Depression ist eine tödliche Krankheit, das ist den meisten Depressiven auch nicht klar, die dann lieber nur rumeiern und das dann als Burnout verkaufen, weil sie zu viel gearbeitet haben oder so. Depression ist eine sehr schwere, nicht selten fortschreitende Krankheit und sie ist vor allem auch komorbide, das heißt, sie tritt mit anderen Krankheiten auf. Viele Leute erhängen sich Also nochmal, bei unter 25-Jährigen ist nicht Crystal Meth, nicht Autofahren, nicht Saufen, nicht Geschlechtsverkehr ungeschützter oder sonst was mit Krankheiten, sondern Suizid ist die häufigste Todesursache und das ist dann bei älteren Leuten auch wieder, tritt das auch wieder auf. Pro Jahr bringen sich in Deutschland ungefähr 10.000 Menschen durch Suizid um und 600 unter 25-Jährige. Davon gibt's, daher wissen wir alle sehr, sehr viel über Strangmarken. Prokop hat dann gesagt, okay, jetzt gucke ich mal nach, weil er ein unglaubliches Interesse auch an Sammlungen von Fotos hatte. Sie haben schon gehört, warum. Deswegen konnte er auch diesen Atlas machen, hat gesagt, das ist aber komisch, denn das ist leider keine Strangmarke. Wenn das keine Strangmarke ist, dann gibt es leider nicht den geringsten Hinweis darauf, dass der Mann im Auto Gewalt gegen den Hals ausgeübt hat, weil das, was Sie hier sehen, das sind Flecken, die zumindest mit keiner damals bekannten Art von Gewalt in Einklang standen. Dazu müssen Sie wissen, dass in Deutschland und im deutschsprachigen Gebiet, also was teilweise auch, ne, können Sie sich vorstellen, Deutschland ist ja mal immer größer und dann wieder kleiner und so gewesen, also es gab riesige deutschsprachige Gebiete, da wurden überall Einzelfallberichte und Sammlungsberichte gemacht, auch über Strangulationen. Also ich sage jetzt mal, was ich meine, zum Beispiel Gebiete in Rumänien, heutiges Rumänien und so weiter, also viele Gebiete in Osteuropa und so. Und da wurde auch experimentell gearbeitet und niemand hatte das gesehen. Achtung, das heißt gar nichts. Wenn Ihnen ein Sachverständiger sagt, das habe ich noch nie gesehen, dann heißt das nur, dass er es halt noch nicht gesehen hat. Die meisten von Ihnen haben Neuseeland auch noch nicht persönlich gesehen, gibt es aber trotzdem. Also das ist kein Argument, sondern die Frage ist, kann ich es experimentell beweisen oder kann ich es nicht experimentell beweisen? Und was Prokop jetzt gemacht hat, ist, er hat ein Experiment gemacht. Dazu hat er sich Leichen genommen und ich zeige Ihnen erst nochmal ein Seitenfoto von der Frau Giert. Das ist also die Frau, die da tot im Straßengraben lag. Sie sehen hier, das ist eine merkwürdige Aufzweigung, die kann man experimentell fast nicht nachstellen, weil diese Strangmarken, die entstehen dadurch, dass die obere Hautschicht sich abreibt, oder zumindest meistens, und dass dann eine Vertrocknung entsteht, so wie wenn Sie sich Knie aufschürfen, so ein bisschen, ne, nur ohne Heilungsreaktion. Auch da möchte ich, das erzähle ich normalerweise nicht, aber das möchte ich mal sagen, damit Sie, weil ich hier wirklich sehr, sehr wahrhaftig und direkt erzählen möchte im Angesicht von Prokop, der das eben auch gemacht hat. Ich habe selber früher solche Experimente gemacht. Wir haben an Leichen künstliche Strangmarken angelegt, weil es gab einen merkwürdigen Artikel, der behauptete, dass der DNA-Gehalt in Strangmarken anders sei als im restlichen Körper. Und das ergab für mich als jungen Biologen nicht den geringsten Sinn. Und dann standen wir tagelang da und haben künstliche Strangmarken gelegt und gezeigt, dass der DNA-Gehalt nicht verändert ist, sondern nur der relative Gehalt, weil die einfach vertrocknen, diese Strangmarken. Und dann haben sie natürlich pro Gramm Strangmarke mehr DNA als pro Gramm Nicht-Strangmarke. Jetzt, wo ich Ihnen das erzähle, sagen Sie, wäre ich selber drauf gekommen, ist aber keiner drauf gekommen. Es war nur eine Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen Sachen, verschiedenen Leuten. Das ist die Frau Giert im Straßengraben und jetzt geht Ihnen vielleicht eine Möglichkeit auf. Ich sage bewusst nicht Hypothese oder Theorie, weil das sind Begriffe, mit denen will ich gar nicht arbeiten, sondern ich sage jetzt wirklich einfach mal eine Möglichkeit, weil das ein bisschen neutraler ist. Wo könnte, wenn Sie jetzt, nehmen wir an, Sie sind jetzt 5 Jahre alt, kindliches Denken ist dabei das Entscheidende, keine Annahmen machen, wo könnte diese Aufgabelung herkommen? Bitte? Eine Pflanze, ein Ast, ja ganz genau, Dankeschön, genau. Also sowas könnte sein. So, jetzt wissen wir es aber immer noch nicht und das Gefährliche ist, gerade wenn es um Gebiete geht, wo keiner hingucken will, wer möchte sich schon gerne Leichen angucken, wer möchte gerne Leichenexperimente machen, dann möchte man eine Autorität haben. Dann wünscht man sich eine Autorität, die sagt, ich mache das jetzt seit 30 Jahren, ich sage, das ist so und so. Und leider ist genau das im ersten Verfahren passiert. Da hat Professor Ponsold, der war aus dem Westen, hat gesagt, ich weiß, wie Strangmarken aussehen, das stimmte auch, aber was bei Professor Ponsold dazu kam, der war jemand, der eher etwas konservativer war, das heißt, er war jemand, der also hier leichter sein Gehirn darauf eingetunt bekommen hat, dass ein Mensch, der die Handtasche einer toten Frau seiner Ehefrau verschenkt und der auch noch Geschlechtsverkehr mit dieser Frau hatte und so weiter, dass das ein böser Mensch ist. Das hat der Professor Ponsold nicht gemerkt, dass er so war, genauso wie wenn Sie liberaler sind, dann merken Sie nicht, dass Sie eher der liberaleren Einstellung irgendwie Raum geben, ist ja auch egal, aber es ist sehr wichtig, dass man sich das klar macht, dass es nichts nützt, dass man sagt, ja, das könnte aber auch eine Strangmarke sein. Juristisch schon, Entschuldigung, ein Ast sein. Juristisch nützt das was, wenn es vor Gericht eingeführt wird, aber dann haben Sie das Problem, in Deutschland und in Zentraleuropa haben Sie freie Beweiswürdigung vor Gericht. Das heißt, der Richter oder die Richterin entscheidet, was gewichtet wird. Das heißt, durch den Mund des Richters, durch den Füller des Richters wird kund, ob das ein Ast war oder eine Erhängung oder eine Erwürgung oder eine Drosselung. Also da wollen wir als Naturwissenschaftler mit sowas nichts zu tun haben. Also machen wir ein Experiment. Prokop hat sich dann Leichen genommen und hat die auf Äste, aber eben nicht nur auf Äste, sondern im Sinne der systematischen Variation, weil wenn Sie nur Äste nehmen, könnte es ja sein, dass Sie schon wieder Ihre eigene Annahme bestätigen, sondern auch Steine, Bürgersteige, alles, was er gefunden hat, hat die Leichen draufgelegt und hat festgestellt, dass ausgerechnet am Hals, weil die Haut da besonders dünn ist, auch schon beim bereits darauf liegen, erst recht aber beim Herunterkollern in einen Straßengraben der nackten Person, solche Spuren auftreten können, die man auf Fotos problemlos dafür halten könnte. Das Dumme ist an der Sache, Sie haben gerade gehört, dass Strangmarken zum Beispiel austrocknen und dergleichen mehr. Man hätte, wenn man das gründlich mit einem Gewebedünnschnitt angeguckt hätte, hätte man sofort gesehen, dass das von einer normalen Zusammendrückung und nicht einer Wegschürfung stammt. Das hat man aber nicht gemacht, weil jetzt kommt das, was Sie jeden Tag machen und ich auch. Wenn wir uns völlig sicher sind, dass etwas überhaupt nicht diskutierenswert ist, weil wir sowieso wissen, wie es ist, dann prüfen wir es auch nicht mehr. Und dann haben Sie den Salat. Und genau das ist hier in der Gerichtsverhandlung passiert. Man wusste, dass es eine Strangmarke war, weil was denn sonst am Hals, was da so, was da so lang läuft. Und keiner hat seinem Gehirn diesen nötigen Raum gegeben, auch nicht ein liberaler Mensch. Das war also wirklich Prokops kindliche Neugier, die dazu geführt hat. Und es war nicht nur kindliche Neugier, sondern auch noch etwas, worüber Sie heute wahrscheinlich sagen, ach, so wild ist das nicht. Aber da können Sie mal Juristen und Juristinnen fragen, das würde sich selbst heute kaum jemand vor Gericht trauen. Und zwar hat Prokop gesagt, Nummer 1, in der gerichtlichen Sektion dieser Frau steht drin, woran sie gestorben ist, und das war keine Strangmarke. Und dann haben alle gesagt, ach ja, was steht denn da? Dann hat er gesagt, da steht, die hat ein extrem entzündetes Herz und hat eine Vaginalstruktur wie nach einer schlecht verhaltenen Abtreibung. Damals hat man noch Abtreibungen vorgenommen, die hat vermutlich als Sexarbeiterin gearbeitet, die Frau Giert, und stand an der Straße und hat dann Autofahrer angesprochen. Da hat sie eine Abtreibung gemacht, nur für die Jüngeren. Man hat dann beispielsweise Schläuche genommen, die überhaupt kein bisschen sterilisiert waren, und hat die dann eingeführt vaginal, was schon zu Kratzern und so weiter führt und bakterielle Entzündungen, und dann Seifenlauge dadurch gepumpt. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Das war normal, das ist jeden Tag hunderte bis im Jahr tausende Male in Deutschland passiert, weil man damals natürlich auch aus religiösen, kulturellen Gründen keine Abtreibung machen wollte. Und in der DDR war das nochmal auch problematisch, weil da noch so eine gewisse, noch mehr als vielleicht im Westen, so eine gewisse, sagen wir mal, Piefigkeit herrschte. Sexuell waren die Leute da zwar liberaler, aber die waren auf der anderen Seite auch noch, was schon was heißt, noch piefiger, also manchmal, nicht immer. Also das heißt, sie hat dann also heimlich abgetrieben, und durch diese Infektion können sie so eine verschleppte Herzenentzündung bekommen. Das heißt, es stand auch noch im Sektionsgutachten, woran sie gestorben ist. Jetzt sehen Sie mal, wie sehr man verblendet sein kann, und das betrifft uns alle. Da ist keiner böse oder dumm oder faul, sondern Sie alle machen jeden Tag kulturell, politisch, sozial und sonst wie solche Fehlannahmen, von denen Sie gar nicht merken, dass sie falsch sind, weil Sie Ihre Grundannahme gar nicht prüfen können, weil es eben eine politische, religiöse oder sonstige ist. Glauben Sie mir nicht, dann lese ich Ihnen jetzt mal, ach so, was Prokop noch gesagt hat, war übrigens, dass dieser Biss in der Brust nicht von einem bösen sexuellen Sadisten, aber noch nicht mal von einem einvernehmlichen sexuellen Sadisten stammen muss, sondern O-Ton, er hat, und das war sehr, sehr mutig damals, also wirklich, auch heute wäre das noch mutig, er hat gesagt, es gibt genügend Leute, die sich beim Sex auch mal beißen. Das heißt gar nichts. Ne? Jetzt, heute sagen Sie, ja klar, weiß ich, aber das war damals, und wie gesagt, wäre auch heute vor Gericht, da würden Sie nur ein bisschen als Freak dastehen, wenn Sie sowas sagen würden. Ich lese Ihnen jetzt mal vor, was passiert, und das ist kein Beispiel aus der verstaubten Vergangenheit. Ich habe jeden Tag solche Fälle. Da kann ich, wenn Sie wollen, nochmal einen extra Vortrag mit meinen eigenen aktuellen Fällen zu halten, damit Sie sehen, dass das ist nicht etwas, was besser wird im Laufe der Menschheitsgeschichte. Ich lese Ihnen jetzt vor, was nachdem Prokop ein überzeugendes Gutachten mit Experimenten und pulverisierter Fehlannahme, was der Richter dann gemacht hat, weil jetzt tritt etwas ein, was Sie auch alle kennen, da schmunzeln Sie bei Kindern drüber und bei sich selber sagen, höchst was anderes, nämlich Sie wollen auf keinen Fall schuld sein. Also, es darf jetzt niemand schuld sein, weder Richterin oder Richter, noch Staatsanwalt oder Staatsanwältin, aber Achtung, auch nicht der Verurteilte. Niemand darf jetzt mehr schuld sein. So, jetzt wird es schwierig. Wer bleibt? Die Frau Giert. Also die Frau Giert muss jetzt alles schuld sein. Und ich lese Ihnen jetzt ohne, das ist ein Foto. Ich habe nichts gefotoshoppt, nichts. Das ist nur ein Foto aus dem Urteil. Und ich lese Ihnen jetzt mal vor, wie der Richter ein Märchen hingebogen hat, was zum Freispruch des Angeklagten, also des bereits länger verurteilten und in Haft sitzenden Mannes geführt hat und was genauso bekloppt ist wie die Verurteilung. Damit keiner schuld ist, sondern nur die Frau Giert und dann alles sich in Einhornstaub auflöst. Also, Frau Giert schob den Kopf des Angeklagten tiefer herunter und wollte, dass dieser Oralverkehr ausübe. Das heißt, unser Angeklagter hat gar nichts gemacht, sondern Frau Giert hat seinen Kopf geschoben. Ne? Der hat nichts gemacht. Der Angeklagte entsprach dem nicht, weil weder will er, dass sein Kopf geschoben wird, noch will er Sex, noch will er Oralverkehr ausüben. Weil der ist ja, da war halt eine Frau am Straßenrand und wollte die, steht im Urteil dann auch drin, wollte sie nur ein bisschen mitfahren und da war er selber ganz verblüfft, als die Frau dann den Kopf da ergriffen hat. Er ging beißend mit dem Kopf zum Nabel herunter. Warum? Weil Prokop gesagt hat, beißen ist normal. Also musste das normal sein, ist also nicht mehr böse. Beide wurden dabei immer erregter. Der war also dabei, der Richter. Plötzlich drehte sich die Frau um, und kniete sich vor dem Angeklagten so hin, dass Ellenbogen und Unterarme das Gesicht darin verborgen auf dem Boden auflagen. Sie werden gleich sehen, wofür das wichtig ist. In dieser Stellung drängte sie. Der Mann hat immer noch nichts gemacht, außer dass sein Kopf hin und her geschoben wird. Sie drängte ihr Gesäß in den Schoß des Angeklagten. Dieser versuchte sein Glied, das ist erregt, da kann er aber nichts für, weil wenn eine nackte Frau im Auto ist, ist das Glied versteift. Sein Glied a tergo in die Scheide einzuführen, weil das nämlich der einzige Ort ist, wo das hingehört. In der eigenen Erregung und wegen der erregten Bewegung der Frau. Die Frau ist schuld, kam aber versehentlich in den After. So ist das zum Analverkehr gekommen. Jetzt haben wir noch das Problem mit der Strangmarke. Die wollten nicht zugeben, dass das von irgendwelchen Ästen stammt. Also haben sie konstruiert, dass der Angeklagte die Frau gestützt hat. Also er wollte ihr helfen, weil die sich plötzlich so komisch hingedreht hat. Und da kommt also die Strangmarke her. Und jetzt fragen sie sich natürlich, ja gut, und warum schmeißt er sie dann nackt tot aus dem Fenster raus? Spätestens das musste jetzt auch weg erklärt werden. Das ist alles auf einer Seite, ne? Plötzlich sackte sie reglos zusammen. Jetzt kommt's, der Angeklagte hielt dies für eine Reaktion der Befriedigung. Also, Sie kennen das vielleicht selber, wenn Frauen sexuell befriedigt sind, bei Sex, bezahlten Sex im Auto, brechen sie reglos zusammen. Und dann, jetzt könnte er die Frau ja immer noch retten. Aber auch das darf nicht strafbar sein. Warum ist das nicht strafbar? Weil er wartete seiner Erinnerung nach 10 bis 13 Sekunden lang ab. Also 10 bis 13 Sekunden. Sie wissen, wie das ist, man guckt dann auf die Uhr. Wann er sich löste, kann er nicht mehr angeben. Und da konnte er dann nichts mehr machen. Das heißt, er hat nichts mehr gemacht. Also aus einem Mann, der durch und durch ein wirklich böser Mann ist, ist jetzt ein Unschuldsengel geworden, der sich noch nicht mal bewegt hat bei dem ganzen Delikt, außer dass er den Kopf der Frau abgestützt hat. Also da sehen Sie das. Und das passiert die ganze Zeit sowas. Solche Fälle hat Prokop durchgezogen und da wir hier ja jetzt auch im skeptischen Umfeld ein bisschen unterwegs sind, will ich Ihnen einige Beispiele aus dem skeptischen und teilweise auch kriminalbiologisch zeigen. Da hängt es aber davon ab, wie viel Zeit wir jetzt haben. Jetzt müssen wir mal kurz jemanden fragen, weil sonst zeige ich Ihnen nur 1 oder 2 oder halt auch 3 oder 4. Bitte? Ein Beispiel. Ja, also wir müssen das extrem kurz machen. Ich kann Ihnen nur ein Beispiel zeigen, dann zeige ich Ihnen nur eins, was direkt damit zusammenhängt. Und zwar nehmen wir mal das hier. Man muss wissen, dass Prokop sich in Bonn sehr stark schon mit diesen esoterischen Dingen beschäftigt hat, weil er unter anderem erlebt hat, wie ein Mann aus einem Staubsauger ein Gerät konstruiert hat, wo ihm die Leute Millionen von Euro gegeben haben, so wie heute auch zum Beispiel bei irgendwelchen angeblichen Wasserveredelungen oder Kupferscheiben und lauter so ein Krimskrams, wo auch Millionenbeträge fließen, Millionenbeträge. Da kann man auch nicht mehr sagen, ist doch schön, dann ist Placebo-Effekt, weil das tritt natürlich ein. Natürlich haben Sie Placebo-Effekt, wenn Sie Ihr Wasser energetisieren, wenn Sie irgendwelche Metallscheiben wohin hängen, dagegen habe ich nichts. Es geht um die Abzocke dabei. Wenn Sie die Metallscheibe halt für von mir aus auch 50 oder 100 Euro verkaufen, okay, bitteschön, da kaufen die Leute ganz anderen Mist. Aber wenn Sie das, wie das normalerweise gemacht wird, eben für sehr hohe Beträge verkaufen und den Leuten einreden, dass sie sich dadurch eine andere Behandlung und Lebensverbesserung sparen, dann ist das halt nicht mehr gut. Prokop hatte damit engste Berührung schon in Bonn und hat da auch Prozesse geführt, weil er sich teilweise auch in seiner Ehre angegriffen fühlte. Er war ein richtiger alter Institutsdirektor und Professor alter Schule und er konnte das nicht leiden, wenn man ihm unterstellt hat, dass er unwahre Äußerungen macht. Das hat ihn also echt in seiner Ehre angegriffen. Und hier ist mal so ein Beispiel. Es gibt ein Produkt, das können Sie kaufen und wenn Sie das anziehen, dann kriegen Sie mehr Aura. Das Blöde an der Sache ist, hier sehen Sie die Aura, die ist mit einer Kirillian-Kamera fotografiert, das ist ein echtes Foto. Das heißt, ob Sie jetzt an Aura glauben oder nicht, ist in diesem Moment vollkommen egal, weil Sie können es fotografieren. Jetzt kommt das Problem an der Sache, wenn Sie dieses Produkt kaufen, das ist ein Bekleidungsstück, dann kriegen Sie mehr Aura. So, jetzt haben Sie Geld gespart, damit Ihre Oma, Tante, Kinder, irgendwer sich mal was Schönes kaufen, dann kommen die mit so einer blöden Jacke an, wo man mehr Aura von kriegt. Dann werden Sie jetzt, selbst wenn Sie an Auren glauben, werden Sie sagen, also dafür habe ich das Geld mir nicht vom Mund abgespart, nur damit Sie sehen, wie ärgerlich das ist. Jetzt ist das Problem, wie gesagt, dass man es ja sehen kann, es ist ja mehr Aura hier. So, daraufhin haben, also ich sage Ihnen mal, wie ich es gemacht hätte und dann sage ich Ihnen, was Prokop gemacht hat. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, das Problem zu lösen, weil ich aus biologischer Sicht gesagt hätte, gut, dann nehmen wir halt Blätter, die haben verschieden viel Aura im Frühling, Sommer, Herbst, Winter und dann leben die verschieden viel. Vielleicht kriegen wir dann einen Zusammenhang, dann müssen wir Linden nehmen und Tannenbäume und Gräser. Ein Wahnsinnsaufwand kann kein Mensch finanzieren, aber sagen wir mal, ich würde jetzt im Lotto gewinnen, dann könnte ich das machen. Solche Studien gibt es tatsächlich. Es gibt zum Beispiel eine Astrologiestudie, die Gunther Sachs und Walter Krämer zusammen gemacht haben, wo eben auch allerschwächste Effekte von diesen angeblichen Sternzeichen, die gibt es ja in Wirklichkeit gar nicht, das wissen Sie ja alle, weil das ja nur, also die verändern sich im Laufe der Zeit und die Sternbilder liegen ja auch gar nicht beieinander, also wie wir uns das vorstellen, aber trotzdem gibt es sehr, sehr schwache Effekte. Walter Krämer ist Statistiker, Mitglied der GWUP und Gunther Sachs war ein sehr reicher und sehr kluger Mann, der halt gerne sowas finanziert hat. Und da sind zum Beispiel, das hat lange gedauert, bis man rausgekriegt hat, warum da manchmal diese schwachen Effekte auftreten und ob sie aussagekräftig sind oder nicht. Also das ist sehr, sehr viel Arbeit, da müssen Sie nämlich sehr viel systematisch variieren. Das Dumme an der Sache ist, dass zwei Grundannahmen nicht geklärt sind. Und jetzt halten Sie sich fest, niemand auf der Erde kann beweisbar, zum Beispiel vor Gericht vertretbar, in diesem Bereich, in dem wir uns hier bewegen, mit Lebensveränderungen sagen, was Leben oder was Tod ist. Das glauben Sie jetzt wahrscheinlich nicht. Ich mache es Ihnen mal in zwei Beispielen vor. Nehmen wir mal an, Sie sind Biologe oder Biologin, dann können Sie den ganzen Abend darüber streiten, ob Viren leben. Die Studierenden sagen, wir haben aber gelernt, die leben. Dann sagen wir, ja, das hast du gelernt, aber du weißt ja, wie das ist, wenn man was lernt, heißt das nicht, dass es stimmt. Du hast irgendwelche Kriterien genommen, die irgendwer festgelegt hat, die haben aber keinen Bestand vor einer objektiven Weltinstanz, weil genauso gut kannst du sagen, die leben nicht, weil denen bestimmte Lebenskriterien fehlen. Die legen wir als Biologen und Biologinnen fest. Wenn Sie sagen, ja, aber ich weiß doch, wie sehr ich lebe, dann muss ich Ihnen da leider auch Unrecht geben, weil die meisten von Ihnen wahrscheinlich gar nicht wissen, wenn Sie über 25 sind Sie bereits in den... Die aufbauenden Körperprozesse lassen so stark nach, dass die abbauenden überwiegen und sie sterben bereits. Ab 25 sind sie biologisch gesehen im Sterbevorgang begriffen. So, und das ist keine Meinung, sondern das können Sie messen, ne? Anhand des Stoffwechselumsatzes und des Knochenaufbaus und so weiter. Das heißt, das Problem an der Sache ist, wir wissen nicht, was Leben ist. Jetzt sagen Sie, aber man muss doch wissen, was Tod ist. Also dann könnte man das vielleicht daher leiten. Geht auch nicht. Fragen Sie einen Transplantationsmediziner, sagt er, wenn jemand hirntot ist, dann können wir natürlich den Kreislauf stabilisieren und Leber, Niere, Milz, Haut, alle möglichen Organe entnehmen, damit kranke Menschen damit geheilt werden. Das sind Fachärzte und Fachärztinnen, die eine mindestens 5-jährige Zusatzausbildung haben, nach ihrem Medizinstudium. Wenn Sie einen Rechtsmediziner oder eine Rechtsmedizinerin fragen, die auch eine 5-jährige Facharztausbildung haben, dann werden die Ihnen sagen, ich werde niemals, keine Macht der Welt bringt mich dazu, eine Sektion durchzuführen bei einem hirntoten Menschen, wo der Kreislauf noch ansatzweise läuft. Ich brauche sichere Zeichen des Todes, zum Beispiel mit der Schwerkraft runtersinkendes Blut, das heißt, der Kreislauf ist schon länger nicht mehr am Laufen und damit das Gehirn nicht mehr mit Blut versorgt, oder Leichenstarre, wenn das ganze ATP verbraucht ist, also dieser Weichmacher in den Muskeln, oder natürlich mit dem Leben nicht zu vereinbarende Verletzungen, also sie sind in den laufenden Häcksler hineingefallen oder sowas. Das ist klar. So, das heißt, wenn sich jetzt also noch nicht mal die Fachärztinnen und Fachärzte einig sind, dann würde man sagen, na gut, dann können wir das jetzt halt nicht lösen. Dann irgendwas mit der Aura, ich finde das zwar komisch, aber dann ist das jetzt bewiesen. Dann, wenn man mich fragt und ich ehrlich bin, dann muss ich sagen, weißt du was, kauft dir die verdammte Jacke. Und das ist falsch, weil da hat sich eine Grundannahme eingeschlichen, die nicht stimmt. Und Prokop war ein Meister, leider darf ich Ihnen jetzt keine weiteren Beispiele zeigen, aber ich will Ihnen das zeigen. Prokop war ein Meister darin, die absolute Wurzel der Grundannahme zu finden, weil er sich kindliches Denken bewahrt hat und weil er gleichzeitig wusste, dass die Dinge nicht so sind, wie sie aussehen. Zum Beispiel im Krieg ist ein Kamerad in seinem Arm gestorben an einem Bauchschuss und dann hat er fehlerhaft gesagt, das überlebst du, hat er auch wirklich geglaubt, weil die meisten Bauchschüsse überlebt werden, wenn das keine zerfetzende Wirkung hat oder wenn nicht große Adern getroffen werden, dann kann man die meistens kurieren und dann ist er in seinen Armen gestorben. Das hat Prokop nie vergessen, bis er ein alter Mann war, hat er immer noch Tränen in den Augen gehabt. Jemand, der Zehntausende von Toten gesehen hat, tote Kinder, tote Erwachsene, das hat er nicht vergessen. Und deswegen hat er gesagt, so, jetzt gucken wir uns das mal am Grunde der Sache an. Und dazu hat er eine Leiche oder mehrere Leichen genommen. Und dazu hat er mehrere Leichen genommen, die er natürlich im Institut für Rechtsmedizin hatte und hat dann, ich sage es Ihnen mal in einem Beispiel, die Leiche so lange eingefroren, bis alle gesagt haben, ist jetzt gut. Ja? Also ja, der hat gelebt, der hat gelacht, der hat Karten gespielt, der hat geweint und so weiter, aber er ist jetzt auch wirklich tot, weil der Transplantationsmediziner, Transplantationsmedizinerin, Rechtsmedizinerin, alle sind sich einig, der ist jetzt tot. Und dann sagen sie, ja okay, und jetzt? So, und jetzt kommt der Trick, auf den ich niemals gekommen wäre. Dann hat er eine Zange genommen, hat den Zeh von der Leiche abgeknipst und ich zeige Ihnen jetzt mal das Originalfoto von der Kirillian-Kamera-Aufnahme dieses abgeknipsten Zehs. Und da sehen Sie, dass da eine riesige Aura drumherum ist. Und jetzt sagen Sie natürlich, ja und? Das Problem ist, wenn ein abgeknipster Zeh, ein Stein, eine Münze eine Aura hat, dann können Sie jetzt natürlich hingehen und sagen, oh, dann sind das irgendwelche Effekte, die wir noch nicht verstehen. Kann man immer sagen. Man kann aber auch bei dem, was der Stand der Wissenschaft ist, der kann sich irgendwann mal ändern. Aber hier in dem Fall ist es sehr leicht beweisbar, alles hat eine Aura und die können Sie auch durch so eine Jacke ändern. Wenn Sie die eine Jacke nehmen, wird es weniger, wenn Sie die andere Jacke nehmen, wird es mehr, aber es hat nichts mit Leben zu tun. Das heißt, die falsche Grundannahme war, und die haben wahrscheinlich die meisten von Ihnen bis heute Abend gehabt, Auren, wenn es sie gibt, haben irgendwas mit Leben zu tun. Das stimmt aber gar nicht. Das heißt, es hat sich wie bei dem Fall mit der toten Frau eine falsche Grundannahme eingefressen, die keiner mehr merkt später, weil alles so logisch, vernünftig, lebensnah prüfbar ist. Und da haben Sie den Salat, deswegen dürfen Sie, wie ich schon sagte, Zeugen nichts glauben, sich nichts glauben, also das, was wir Logik nennen, auch nicht Deduktion, wie Sie das bei Sherlock Holmes so sehen, und auch nicht übrigens Occam's Razor, das ist zwar in der Forensik sehr, sehr wirksam, also ich benutze das sehr, sehr gerne, das können Sie aber auch nicht für alle Wissenschaften verwenden. Also es ist wirklich wichtig, einfach wie ein Kind alles experimentell zu prüfen. Und ja, dann muss ich jetzt ja Schluss machen, dann kann ich Ihnen die schönen anderen Sachen nicht zeigen, dann nehmen wir einfach nur, das ist der Veranstalter, dann zeige ich Ihnen zum Abschluss, bevor ich hier zum Buhmann werde, einer geht noch. Yeah. Wir hätten dir das aber nicht persönlich angelastet, also so muss, das muss jetzt nicht, keine Sorge. Da will ich Ihnen eins meiner Lieblingsthemen zeigen. Prokop hat es live miterlebt, weil unter anderem der Professor Ponsold, den Sie gerade erlebt haben, der hat im Dritten Reich, so wie viele, übrigens auch der Erfinder des Herzkatheters, der Herr Forstmann, ist leider auch man muss, ja, wie soll man sagen, ich will jetzt nicht überzeugter Nazi sagen, aber es gibt sehr viele Leute, die sich auch in der DDR nicht, überhaupt gar nicht, von mehreren Prinzipien, die auch im Nationalsozialismus eine Rolle gespielt haben, distanziert haben. Adolf Hitler hat, das können Sie jetzt ja wieder nachlesen, weil es jetzt ja meinen Kampf wieder in kommentierter und unkommentierter Form jetzt neuerdings auch wieder gibt, können Sie das ja nachlesen. Hitler hat aus einem Genetikbuch abgeschrieben, das können Sie da nicht nachlesen, das hat aber Benno Müller-Hill, ein Genetikprofessor aus Köln, rausgefunden und mir dann erzählt. Den habe ich mir dann besorgt, das Buch habe ich mir besorgt, das heißt Bauer, Fischer, Lenz. Und da steht, wie in eigentlich allen Genetikbüchern dieser Zeit, dass es halt irgendwie so ein bisschen so Rassen gibt, so ein bisschen, und dass man bei Menschen mit Körperbehinderungen, mit geistigen Behinderungen und so weiter, dass man da eventuell auch mal so ein bisschen eingreifen kann, dass die sich nicht fortpflanzen und so weiter. Und das wurde natürlich dann je nach persönlicher Meinung wurde das auch ausgeprägt. Was Sie vielleicht nicht wissen, ist, wie diese angeblichen Rassen aussahen, weil Sie kennen vielleicht nur dieses Zerrbild aus dem Comic. So sahen die aus. Also das hier ist ein westischer Mann aus Korsika, der ist also quasi sozusagen arisch, westisch, und der hier aber auch. Also dieser Algerier ist auch westisch. So, da sehen Sie, und der Grund dafür ist, dass diese Gebiete interessant für die Nazis waren und dass man also nicht wollte, dass diese Leute direkt alle in die Vernichtung durch Arbeit oder ins Konzentrationslager landen, und deswegen hat man das angepasst. Also die waren also noch westisch, dann Polen ist auch so eine Sache gewesen, ne? Aber vorwiegend westisch geht auch noch, ne? Oder die hat hier dann nordischen Einschlag, weil sie aus Pommern kommt. Und auch die Sizilianerin ist westisch. Ne? Sie wissen, wenn Sie sich im Zweiten Weltkrieg so mal beschäftigt haben, ist klar, ne? Man wollte sich mit den Italienern da nicht verscherzen. Also die Rassen sehen völlig anders aus, als Sie das kennen, diese angeblichen Rassen. Das ist ein totaler Stuss. Prokop hatte das erlebt, und da er Ponsold nicht leiden konnte, nachdem der ihn also in diesem Gerichtsverfahren mit dieser Halsveränderung da sehr geärgert hat, die haben sich auch gegenseitig verklagt und so, wegen eher verletzendem Verhalten und so weiter, hat Prokop nochmal nachgelegt. Und zwar, ich hatte ja erwähnt, dass es keine Ärzte mehr gab, die die Blutbanken in Ostberlin führen wollten und konnten. Ich sage es nochmal, ich weiß, ich habe es gerade schon so eindringlich gesagt, meine Frau sagt immer, ich soll nicht mal so eindringlich sein, aber es gab niemanden mehr. Daraufhin hat Prokop gesagt, dann mache ich das, weil Prokop brauchte Blut. Und zwar brauchte er es deswegen, weil er eine fantastische Sache machen wollte, die wieder so kindlich ist, dass man überhaupt nicht drauf kommt. Der Entdecker der Blutgruppen hatte die auch schon mal gemacht, der hatte aber nicht so große Stichproben, besonders nicht, was die Herkunft angeht. Für Jüngere nicht lustig gemeint, früher waren die Leute noch sehr, sehr, sehr ortstreu, und die genetische Vermischung war deswegen auch sehr, sehr örtlich sozusagen. Prokop ist also hingegangen und hat aus den Blutbanken, hat er die Blutgruppen rausgesucht, und es gibt mehr Blutgruppen, als Sie die im Alltag kennen. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier, das ist jetzt hier von der Uniklinik in Köln, der Blutspendepass, das ist Rhesus positiv und dann CCDEE Kell negativ. Das haben Sie vielleicht noch nicht gehört, und das geht endlos so weiter. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Blutgruppen. Sie wissen, dass bei Transplantationen man da tierisch aufpassen muss. Und Prokop hat jetzt einfach die ganzen Blutkonserven, die er jetzt hatte, weil er jetzt freiwillig auch noch Chef der Blutbanken geworden ist, was ihn sonst überhaupt nicht interessiert hat, weil er wirklich mit Herz und Seele Rechtsmediziner und eigentlich auch naturwissenschaftlicher Kriminalist war, und hat einen etwas wiederholt sozusagen, aber ausgeweitet, was der Erfinder oder der Entdecker der Blutgruppen auch schon gemacht hatte. Ach, ich muss dazu noch eins sagen, Prokop und Uhlenbruck. Uhlenbruck haben Sie gerade gehört, lebt in Köln, großartiger Forscher, fantastischer Mensch und guter Freund von Prokop, Sie erinnern sich. Und Prokop zusammen haben etwas gemacht, was in der Forschungsgeschichte völlig vergessen ist. Die haben das bekannteste Lehrbuch über Blutgruppen geschrieben, was jemals geschrieben wurde. Und das sage ich Ihnen jetzt nicht, weil ich irgendwie hier mit Superlativen um mich schmeißen will, sondern weil ich mit Blutgruppen sehr viel zu tun habe. Als ich angefangen habe zu arbeiten, wurden Blutgruppen noch typisiert. In New York auch, wo ich gearbeitet habe, haben wir auch noch Blutgruppen typisiert. Also richtig zusammengekippt, verrührt und geguckt, wie sich die dann verkrümmeln. Er ist dann hingegangen und hat diese Blutproben genommen und hat einfach gesagt, okay, jetzt tragen wir mal auf, wo das Blut herkommt. Und zwar machen wir das einmal für Leute aus Irrenhäusern, so hat man das damals noch genannt, also Leute mit psychischen Erkrankungen, und einmal mit angeblich normalen Leuten. Da sehen Sie schon, da ist eine kleine systematische Variation drin und eine geografische Zuordnung. Also das sind zwei Variationen, die da drin stecken. Und dann hat er das auf so Achsen aufgetragen, und sieh einer an, Sie sehen jetzt hier schon, da kann was nicht stimmen, da ist also Heidelberg neben Köln, da sagen sie noch, ja gut, so weit ist das ja nicht auseinander, aber Westfalen ist dann hier, das ist ein bisschen merkwürdig, und Zürich ist näher an Westfalen als an Köln. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Also irgendwas stimmt hier nicht, und daran hat man schon gesehen, dass die Blutgruppen aus rein sachlichen genetischen Gründen, die nichts mit meinen Glauben, Hoffen, Denken, Wollen, Geld, Macht oder sonst was zu tun haben, dass es einfach nicht stimmen kann. Und damit ist die Diskussion beendet. Das ist wie mit dem abgeknipsten C. Wenn das so ist, dass noch nicht mal in den Blutgruppen die extreme regionale Eingrenzungen haben, haben die nämlich, besonders diese kleineren Merkmale, wenn das nicht nachweisbar ist, dann gibt es keine Menschenrassen. Jetzt sagen die von Ihnen, die sich da noch nie Gedanken drüber gemacht haben, wie, es gibt keine Menschenrassen. Wenn ich nach Asien fahre, dann sehe ich doch, dass die Leute da anders aussehen. Genau, das kommt aber, weil Sie mit dem Flugzeug fliegen. Wenn Sie zu Fuß nach Asien gehen, sehen Sie den Unterschied nicht. Dann wachen Sie auf einmal vielleicht eines Morgens auf und denken so, sag mal, habe ich nicht mal gesagt, ich kann Menschenrassen auseinanderhalten. Können Sie aber gar nicht, weil die Unterschiede so minimal sind, dass, und vor allen Dingen sich biologisch auch nicht widerspiegeln, dass das nicht stimmt. Und um es direkt zu sagen, ich wäre mich beinahe in der Diskussion um Sarrazin gelandet, das konnte ich in letzter Sekunde noch abbiegen. Das muss ich direkt mal dazu erklären. Es ist schon in den 1930er Jahren bewiesen worden, durch eine große, im Prinzip soziologisch-genetische Studie, dass zum Beispiel die Intelligenz von Menschen durchaus einen Schuss genetischen Einfluss hat. Der Haupteinfluss auf die durch unsere heutigen Tests, zum Beispiel heutzutage ist das ein Wechslertest und so weiter, die Psychologen im Raum kennen diese Tests. Was man da misst, das ist zum Großteil von der Schulbildung abhängig. Und das kann ich Ihnen aus meinen Kriminalfällen in allen möglichen Ländern auch nur bestätigen von den Tätern. Wir haben hochintelligente Täter, die aber nie zur Schule gegangen sind. Das merkt man aber, wenn man mit denen redet und das lang genug macht. Wir haben Menschen, die ihre intellektuellen Schwächen extrem gut kompensieren, indem sie bestimmte Abläufe einüben. Und das ist leider etwas, was heute ganz viele Leute vergessen, dass das schon seit fast 100 Jahren widerlegt ist, dass Intelligenz, also das, Sie hören das immer wieder, die Syrer und die Nordafrikaner, die kommen, die sind irgendwie doch nicht so intelligent, und dann nützt das auch nichts, wenn man die Betriebe integriert, und das geht auch nicht richtig. Das sind rein kulturelle Gründe, und das sind keine genetischen Gründe, und das können Sie hier auch wirklich nochmal ganz, ganz deutlich sehen. Und so hat Prokop dann am Ende seines Lebens auch nochmal einen Artikel mit mir zusammengeschrieben, und da können Sie hier eine kleine Korrektur sehen, die er da rein korrigiert hat. Da ging es um solche Gesetze, also um solche Euthanasiegesetze und so weiter. Und da hat er selber geschrieben gehabt, die vorstehenden Gesetze bieten die Grundlagen für eine Regelung der Ausschaltung erblicher Krankheiten, weil er da war er natürlich als Arzt ein bisschen ambivalent, weil erbliche Krankheiten, die man noch nicht heilen konnte, die wollte auch nicht, dass die sich weiter verbreiten. Ne? Und dann hat er aber wirklich noch rein korrigiert, dass diese Gesetze völlig irre sind. Also nur damit Sie das sehen. Da hat er ganz klar Position bezogen und hat sich dann nicht aufweichen lassen, so mit diesem, ja, Sie sind doch Arzt. Nebenbei hat er dabei, und damit komme ich jetzt zum Ende, hat er dann angefangen, schon wieder rumzuspielen, zusammen mit Professor Uhlenbruck. Die beiden haben Pflanzen, Schnecken, Würmer und so weiter auf Blutgruppen hin untersucht. Nochmal, das waren die beiden Autoren des bekanntesten Lehrbuches über Blutgruppen und haben dabei festgestellt, dass Blutgruppen auch in Pflanzen, Würmern und Schnecken vorkommen. Das finden Sie jetzt vielleicht nicht so verrückt, wenn Sie die Einheit der Natur sehr lieben, aber Biologen und Biologinnen wundern sich da ein bisschen drüber. Und da haben die nebenbei ein Evolutionsprinzip entdeckt, was Sie alle an Ihrem Hüftknochen, an Ihrem Sprunggelenk und an ganz vielen anderen Körperteilen kennen. Die Evolution recycelt nur Vorhandenes. Die erfindet im Prinzip im Bereich dessen, was wir jetzt als Menschen kennen, ne? Also bei Menschen nichts neu. Ja, aufrechter Gang, aber das Hüftgelenk kann man leider nicht richtig umkonstruieren. Deswegen haben sie wahrscheinlich die Hälfte von ihnen in 40 Jahren ein künstliches Hüftgelenk, weil es wäre anders konstruiert worden, wenn jemand das so mit dem aufrechten Gang schon geplant hätte. Und dasselbe gilt fürs Sprunggelenk und so weiter. Und das sehen Sie auch hier. Blutgruppen haben ursprünglich eine völlig andere Funktion und die haben sich dann in Evolution zu unseren Blutgruppen weiterentwickelt. Und herausgefunden haben das Professor Uhlenbruck und Professor Prokop, und das ist auch völlig vergessen. Das ist also so, als ob es nie passiert wäre. Also nur noch sehen, warum auch diese Lebensgeschichte manchmal ganz spannend, ganz interessant ist. Wenn Sie mehr darüber sehen wollen, wie gesagt, gehen Sie gerne zur Lisa, die diese letzten Bücher hat. Ich kriege nichts dafür, auch nicht von der Lisa. Und vielleicht als die letzten zwei Bildchen, die sind aber jetzt ohne Erklärung nur noch. Bild Nummer 1. Wenn Sie, so wie ich, sehr, sehr intensiv im Bereich von Blutgruppen, Spuren, Sperma, Haare, Speichel arbeiten, dann ist das für Sie etwas Normales. Das ist nicht ekelig oder seltsam, sondern normal. Und das hat dazu geführt, dass die letzte Weihnachtskarte, die das Institut für Rechtsmedizin aus Berlin verschickt hat, aus Ostberlin, mit, wenn Sie jetzt aus der DDR wären, würde Ihnen jetzt der Atem stehen bleiben, wenn Sie den Namen lesen würden, aber sind wahrscheinlich, außer vielleicht vom Verfassungsschutz oder MFS dabei, aber alle anderen hier kennen das wahrscheinlich. Das hier ist, das sind alle Mitarbeiter des Institutes für Rechtsmedizin von damals, und das sind die genetischen Fingerabdrücke von denen. Mein genetischer Fingerabdruck ist auch, den habe ich in den Ring graviert, den kann jeder haben. Genetische Fingerabdrücke sind absolut persönlichkeitsneutral und sagen nichts über Ihren Körper, Ihren Geist, über Ihre Seele oder sonst was aus. Im Gegenteil, wenn mehr Menschen die veröffentlichen würden, würde man dann dem Rassismus jede Grundlage entziehen, weil man daran nämlich sehen würde, dass es nicht diese abgetrennten Menschenrassen gibt und auch Intelligenz damit nichts zu tun hat. Also nur damit Sie sehen, auch in diesem Bereich kann man etwas kindlicher sein, wo natürlich alle Computer-Nerds hier im Raum sagen, ja, dafür kannst du aber dann Datenvernetzung mit der Payback-Karte machen und mit anderen Sachen. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Das ist ein legislatives Thema und hat nichts damit zu tun, dass man die genetischen Fingerabdrücke veröffentlicht. Und damit entlasse ich Sie dann jetzt mit dem letzten Bild, besonders für Jüngere. Überlegt euch, was ihr ins Netz stellt, überlegt euch, welche Fotos ihr nach Facebook, Twitter, Snapchat oder sonst was stellt. Das Netz vergisst ja bekanntlich nichts. Und hier ist ein schönes Bild, was ich vor langer Zeit mit Prokop mal gemacht habe, an einem sehr beschwingten Abend. Und das hat dann der Berliner Kurier und alle Zeitungen bekommen, und dann auf einmal 20 Jahre später war es wieder überall. Und ich bin mir nicht so sicher, ob es eine gute Idee war. Da sehen Sie uns beide, links Prokop und rechts ich. Schönen Abend noch, tschö.